Hallo meine lieben Tierfreunde und Axolotl-Begeisterte unter euch. Ich möchte zu Anfang dieses Videos sagen, falls ihr im Hintergrund gewisse Knabbergeräusche hört oder sonstige Action, das sind meine Kaninchen, weil die gerade ihre dollen 5 Minuten haben. Yay! Wie es der Titel schon sagt, möchte ich gerne in diesem Video ein bisschen was über die Axolotl-Haltung erzählen. Zu schulden ist es übrigens auch, dass jetzt das Namensvoting von meinem neuen Axolotl-Weibchen zu Ende ist und über die Hälfte von euch haben sich für den Namen Sturmpfeil entschieden aus Drachenzähmen. Ist ja mal wieder was ganz was Neues hier auf meinem Kanal. Zudem auch seit heute, also wenn das Video online ist, seit gestern der neue, dritte Film im Kino ist und oh Gott, tut mir echt leid für die Kaninchen, aber ich habe keine andere Aufnahmemöglichkeit momentan zeittechnisch. Da ich mich auch wie eine wilde Pommes total auf den neuen Drachenzähmen-Teil freue, den ich heute im Kino gucken will, denn heute habe ich nämlich Kinokarten noch bestellt gekriegt in unserem neuen Kino und ja, dazu wird ein Reaktionsvideo von mir kommen, könnt ihr euch ja auch mal anschauen, vielleicht ist es schon währenddessen online. Und alle Sachen, die ich euch gesagt habe, habe ich euch zusätzlich nochmal aufgeschrieben in der Videobeschreibung und auch so Links zu alten Videos und auch zu den Sachen, die ich hier aufliste. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Zunächst kann man über Axolotl sagen, entweder findet man sie süß oder total hässlich. Ich gehöre zu den Menschen, die diese kleinen Wasserdrachen sehr süß und niedlich finden. Und da ist man halt so gespaltener Meinung. Axolotl sind Querzahnmolche, also Wasser. Lebewesen. Viele denken sich ja, ach, kann man die im Terrarium halten? Nein, die brauchen ein Aquarium. Unter wenigen Exemplaren ist es möglich, dass sie durch so eine Metamorphose sich weiterentwickeln können. Und ist jetzt ungelogen, es gibt halt Vorfälle, dass sie dann wirklich zu einem Salamander werden, also amphibisch technisch sich weiterentwickeln, weil Axolotl immer in ihrem Larvenstadium bleiben. Also sie behalten immer diese Babykiemen und sehen in unserem Falle sehr süß aus. Regel ist es natürlich ein Einzelfall. Sollte das aber mit einem eurer Tiere passieren, dass die die Kiemen verlieren und plötzlich zu Landgängern werden, müsst ihr euch darauf vorbereiten, dass ihr dann ein Aquarien-Terrarium-Mix aufstellen müsst oder eine andere Unterbringung außer dem Aquarium. Aber in der Regel ist es das Aquarium. Kommen wir jetzt hier mal zu der Größe. Axolotl werden relativ groß. Man sagt eigentlich, dass die so eine ungefähre Größe bis zu 30 cm erreichen können. Männchen sind größer als Weibchen. Aber ich war auch schon mal bei einem Züchter gewesen und der hatte ein Tier, hatte sagenumwogen 40 cm von der Größe her, die war auch schon ziemlich alt. Und ich denke, da man Axolotl noch nicht ganz so unter die Lupe genommen hat, auch haustiertechnisch, auch im Alter, weil die hören einfach nie auf zu wachsen, sage ich, dass sie im Allgemeinen bis zu 30 cm und auch größer werden können, je nachdem wie alt die Tiere werden. Eigentlich gibt es zu den Aquariengrößen viele Listen im Internet und auch in Foren ganz viele verschiedene Meinungen darüber. Und ich selber empfinde, zumindest nach meiner Erfahrung jetzt, dass man ein 100 cm Becken haben sollte. Die Begründung liegt daran, ich habe mich zwar an Tabellen gehalten, die ich damals so gefunden habe, aber ein 80er Becken ist für den Anfang geeignet, aber irgendwann, wenn die Tiere auch ihre 25 bis 30 cm erreichen, finde ich das zu klein. Also würde ich euch raten, lieber ein 100x40 Becken oder 100x50 Becken zu holen. Natürlich immer größer, desto besser. Aber trotzdem, ab da reicht das dann auch, wenn die Tiere erwachsen sind. Nicht, wenn ihr sie schon als Babys habt und dann kauft ihr euch erst ein 80er. Oder auch im vielen Fall sieht man ein 60er Becken. Und wenn sie dann größer werden, ihr werdet sehen, das geht so schnell. Holt euch einfach von Anfang an ein geeignetes Becken und nicht zu kleines. Die Lotl gehören zu den Aquarienbewohnern, die im Kaltwasser zu Hause sind. Man sagt so, Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad wären ideal. Alles, was so über 22 Grad ist oder 24 Grad ist, wenn es dann anfängt wärmer zu werden. Die Tiere können das nur wenige Tage, sprich Stunden aushalten, ohne dass sie dann krank werden oder Stresssymptome zeigen, Verhaltensstörungen. Wie gesagt, wir haben hier ein Kaltwassertier, was schöne, kühle Temperaturen bevorzugt. Macht euch doch am Anfang klar, wo das Aquarium stehen soll, welcher Standort gut ist. Nicht, dass die Sonne da direkt drauf knallt, weil das ist überhaupt nicht gut. Oder wo es warm ist, wie zum Beispiel direkt an der Heizung. Das ist ganz schlecht. Zum Thema Kühlen, also Halten der Temperatur, kommen wir noch später, weil ich da mehr drauf eingehe. Weil ich habe all die Jahre immer damit zu kämpfen gehabt. Und Kaltwasser bedeutet auch, dass ihr euch keine Sorgen darüber machen müsst, wie ihr jetzt das Becken warm halten solltet. Bei vielen Aquarien-Starter-Sets gibt es ja schon mit drin, so ein Heizer. Sowas braucht ihr absolut nicht für Axolotl. Zu der Beleuchtung im Aquarium kann ich euch einen gut gemeinten Tipp geben. Wie ich jetzt gerade schon angemerkt habe, mit solchen Aquarien-Starter-Sets oder normalen Basic-Aquarien haben wir ja immer so
Leuchtstoffröhren drin einverbaut in dem oberen Deckel. Die sorgen im meisten Falle dazu, dass sich auch die Wärme staut. Weil, ne, man hat in der Regel Warmwasser-Aquarien, so tropische Temperaturen, und da ist es nicht schlimm. Das ist eigentlich zu befürworten, wenn man solche Fische hat. Aber für unseren Fall, wenn wir Axolotl haben, ist es totaler Blödsinn. Und deswegen würde ich euch raten, auf solche Leuchten zu verzichten und lieber Klemmleuchten oder Aufsetzleuchten für das Axolotl-Becken zu benutzen. Einzelne Leuchten, wie jetzt für Nano-Aquarien, die man kennt, die habe ich ja auch zu Genüge schon gehabt, kann man benutzen, die kann man auch selber einstellen. Und dann gibt es so längere Aufsetzleuchten, die haben auch verschiedene Modus, also Nachtmodus LED-mäßig und dann der normale Modus tagsüber. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, also 80, 1 Meter, 1 Meter 20 und was das nicht alle gibt. Und dann gibt es noch ein bisschen teurere Art, dann auch direkt Lampen, die darüber fest montiert sind. Die benutzt man auch meistens bei Salzwasser-Aquarien. Je nachdem, was euer Geldbeutel dazu sagt, könnt ihr ja zuschlagen. Licht ist eigentlich für Wasserdrachen nicht besonders wichtig, weil die mögen kein Licht. Aber wenn ihr Pflanzen da drin habt und sowieso einen schönen Einblick ins Aquarium haben wollt, empfiehlt es sich natürlich dann auch fürs Becken, sich Licht anzuschaffen. Zum Thema Filter. Axolotl haben ja meiner Meinung nach keine Ahnung, wo ihr Seepferdchen gemacht. Die schwimmen manchmal so bescheuert durch die Gegend und lassen sich einfach treiben. Ist sehr lustig anzusehen, aber gibt uns auch einen Grund. Bitte keine starke Strömung oder heftige Pumpe mit Umwälzung zu kaufen, die wir dann ins Aquarium reinsetzen. Ich sehe immer genug Becken, wo man auch deutlich sieht, dass die Strömung viel zu stark ist, und wenn die Tiere vielleicht noch extrem klein sind, dann könnte es zu Problemen kommen. Die können ihr Futter nicht richtig aufnehmen, die verlieren vielleicht die Orientierung im Becken und es stört sie einfach, wenn sie gerade mal nichts tun und rumlodeln. Heißt also, wenn sie in dieser schwerelosen Phase sind und sich einfach mal hängen lassen oder in den Pflanzen abhängen. Wenn man dann mehrere Geräte im Aquarium selber anhat, zum Beispiel jetzt hier bei mir einen Oberflächenreiniger, und zusätzlich habe ich noch neben meinem Filter so einen Lufthebefilter im Einsatz, dass man da auch nicht diese Strömung durcheinander mixt. Ich bevorzuge Außenfilter, finde ich eine saubere Sache, anstatt Innenfilter, die man auch natürlich benutzen kann, aber trotzdem bin ich da eher ein Fan von. Dabei immer im Aquarienschrank zum Schutz fürs Aquarium und auch für euch selber wegen Wasserschaden immer am besten so eine kleine Plastikschale oder irgendeine Auffangschatulle da befestigen, damit man für den Ernstfall natürlich gerüstet ist. Wenn man Innenfilter benutzt, der nimmt was Platz im Aquarium weg, den kann man auch sehr schön verstecken, ne, durch Bepflanzung oder Deko. Trotzdem bei der Säuberung hat man ein bisschen direkt mehr im Becken. Und dann gibt es dagegen noch, und der ist sehr beliebt in der Axolotl-Haltung, den ich bisher aber noch nicht hatte, den Hamburger Mattenfilter, den man sich selber mit so einer Lufthebepumpe und Filtermaterial in jeglicher Form hauen kann. Aber da muss man den Schwamm auch mal komplett auswechseln. Wenn Zuschauer von euch diese Filterart haben, die können mir ja auch mal ihre Erfahrung mit unten schreiben, weil ich war am Anfang hin und her gerissen, ob ich so einen benutzen soll oder dann doch lieber einen Außenfilter. Mein Filter ist ausgesagt, es gibt Modelle, die kosten über mehrere hundert Euro. Wir haben welche auch gerade mal für 10. Schaut da, was in eurem Budget liegt. Mit meinem Außenfilter von Tetra war ich bisher sehr zufrieden. Ich konnte ihn auch immer gut sauber machen und habe auch schon mehrere Modelle davon gehabt, weil ich hatte ja mehrere Becken, und habe ich euch für euch nochmal hier verlinkt. Ein sehr häufiger Fehler bei der Axolotl-Haltung ist im Übrigen der falsche Bodengrund. Dafür eignet sich am besten Aquariengravel oder sogenannte Axolotl-Gravel oder feinkörniger Sand, an den sie sich nicht ihre Bäuchlein aufschürfen, wenn sie rumloteln, und an denen sie sich auch nicht ernsthaft verschlucken können. Bei so groben Kies oder Farbkies, das wird ja auch gerne genommen, ist die Gefahr groß, wenn sie vor allem noch klein sind, und die sind ja Lauerjäger und schnappen nach allem, was sich bewegt, und die dann die Steine verschlucken, die können die auch nicht wieder sofort ausspucken. Und wenn die dann geschluckt sind, verstopfen sie den Darm und die Tiere verrecken euch wirklich qualvoll. Deswegen eine gute Basis in einem Axolotl-Aquarium ist halt der Bodengrund, weil der enorm wichtig ist für die Gesundheit der Tiere. Und keine Sorge, den gibt es auch in verschiedenen Farben, so einen tollen Bodengrund oder auch Gravel. Ich hatte bisher immer Weiß oder Karamellweiß im Mix, auch mal was Dunkles. Aber wenn ihr gerade am Anfang seid, nehmt nicht Weiß, weil der wird total leicht schmutzig. Und das war echt eine Krise, den immer sauber zu halten. Ist jetzt auch noch, ich habe ja gerade weißen Gravel drin. Aber die Geschmäcker sind halt immer verschieden und ihr könnt gerade das nehmen, wo ihr auch die ganze Deko mit einrichten wollt. Beim Thema Deko gilt jetzt bei Axolotl und Verstecke zum Beispiel pro Axolotl ein Versteck. Habe ich zwei Tiere, brauche ich zwei Verstecke. Egal ob irgendwelche Höhlen
oder Durchgänge, die sollten nur groß genug sein, dass wenn auch zwei Tiere drin sind, egal wie groß die dann werden, ne? Zeitlich sollte man das natürlich ändern, wenn man erst kleine Höhlen hat, die Tiere werden größer, bevor sie dann stecken bleiben. Dass man aber wirklich dafür sorgen kann, dass die Tiere genug Möglichkeiten haben, sich zu verziehen. Erst recht, wenn das Licht dann über den Tag an ist, das mögen sie nicht so dolle, dann ziehen sie sich eher in so Schatten zurück. Die kleinen Wasserdrachen sind sowieso mehr nachts unterwegs und da aktiver, wenn dann das Aquarium nicht aus ist, aber tagsüber brauchen sie einfach ein bisschen Schutz, damit sie relaxen können. Holz solltet ihr aber komplett aus dem Axolotlbecken lassen, das ist gar nicht gut. Das kann nämlich die Tiere schädigen, weil die haben ja ganz empfindliche Kiemen, auch das ganze Zeug, wenn wir jetzt gerade darüber reden, an Dünger und so weiter für Pflanzen und Chemie, Wasseraufbereiter überhaupt nicht im Becken, das können Axolotl gar nicht ab und lasst das Wasser einfach dann so, wenn ihr das Aquarium stehen habt und es muss halt einfahren, mit den Werten komplett so, wie es ist. Schnell angeschnitten, Thema Pflanzen, Kaltwasserpflanzen, da gibt es schon tolle Sets für Einsteiger, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, was man für Pflanzen benutzen kann, weil es gibt mehrere und da ihr keine Dünger benutzen könnt oder sonstige Hilfe, ist es immer schwer, die Vegetation schön aufrecht zu erhalten. Manchmal hat man Glück, doch man muss als Axolotl-Halter immer dazu bereit sein, neue Bepflanzung zu kaufen. Pflanzen sind auch ebenso wichtig, weil Axolotl-Weibchen da ihre Eier ablegen. Klar, ihr könnt auch künstliche Pflanzen nehmen, gar kein Thema, nur wegen den Wasserwerten würde ich immer auf richtige Pflanzen zurückgreifen. Um sowieso immer zu kontrollieren, wie die Wasserwerte so sind, gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Am besten rate ich euch, gibt es Tröpfchentests. Das sind eigentlich auch einzelne Tröpfchentests wie Nitrit und Nitrat, was man dann testen kann. Aber ihr könnt auch so ganze Koffersets schon kaufen. Ist auch am Ende günstiger hin, kann ich euch nur raten. Damit man regelmäßig halt die Kontrolle über das Becken und das Geschehen hat. Ich habe noch daneben so Stripes mit einer App, weil ich das irgendwie ein bisschen technikaffin sehr amüsant finde, das dann immer abzuchecken. Aber ein Tröpfchentest ist immer genauer wie so Streifen, die man im Handel bekommt. Bei den Tieren ist eben halt, wie ich schon genannt habe, Nitrit und Nitrat sehr wichtig, dann die Härte vom Wasser, dann die Gesamthärte, wie ist der Ammoniakgehalt da drin, ne, der darf nicht höher sein als 0,2, das schreibe ich aber, glaube ich, also nochmal genauer in die Videobeschreibung, einfach weil ich das jetzt auf jeden Fall im Kopf habe, und der pH-Wert, der sollte zwischen, ja, optional zwischen, ich glaube, 6 und 7,5 sein. Ich schreibe es aber, wie gesagt, weil ich da gerade aus dem Kopf sage, nochmal für euch dann genau auf. Das gehört nochmal zu den letzten Themen, die ich anschneiden möchte bei der Axolotl-Haltung, ist die Kühlung. Es sind halt Kaltwasser, Lebewesen, die mögen schön kühl und durch unsere schönen Sommer kann es sein, dass das Aquarium sich ganz schnell aufhitzt. Was kann man dagegen tun? Erstens, ihr könnt euch Kühler kaufen. Es gibt so Kühllüfter für Aquarien, die kann man sich an seinem Aquarium dran machen. Das sind kleine Ventilatoren, die kalte Luft dann an die Wasseroberfläche blasen und damit das ein bisschen von der Temperatur runtergeht. Ist eine Lösung, hilft aber nur so 2-3 Grad. Dann gibt es die Möglichkeit, aber das ist kostenlos, wenn ihr Wasserflaschen oder so ein paar Packs dann mit Wasser füllt und die dann ins Kühlfach legt. Nicht ganz die Sachen befüllen, weil dann gibt es sonst ein ganz lautes Peng in eurem Aquarium, wenn die dann anfangen zu schmelzen. Diese gefrorenen Flaschen dann wieder ins Aquarium geben, das kühlt auch enorm. Klar, Eiswürfel kann man dann auch sehr viele verbrauchen dann rein. Und wenn ihr dann unbedingt das Wasser wechseln müsst, weil es viel zu warm ist, nicht zu viel. Ich glaube, das lag bei ein Drittel vom Becken, kann man dann ruhig schon abnehmen und neues kaltes Wasser hinzutun. Aber auch nicht so kalt, dass die Tiere dann direkt einen Schock kriegen, weil Temperaturunterschiede auf Schnelle können die Tiere auch nicht besonders ab. Und dann aber, das ist so das Nonplusultra, sollte man sich aber überlegen, das sind dann mal richtig große Durchlaufkühler. Die funktionieren so ähnlich wie die Aquarienpumpe, die das Wasser dann durchzieht und dann auch filtert. Nur diese Anlagen, die kühlen das Wasser auf die gewünschte Temperatur runter und bringen es dann gekühlt wieder ins Becken zurück. Die kosten nur mehrere hundert Euro. Ich glaube, der Startpreis liegt momentan so 300 noch weit aufwärts. Und je nach Umwälzung und Beckengröße, steht dann auch immer dazu, geht es natürlich weiter nach oben. Aber ihr habt da nicht mehr so einen Stress, für die Tiere natürlich, wie man das Aquarium kühl hält, weil im meisten Falle und auch nach den Rezensionen her, ist es wirklich gut. Und ich habe mir auch schon öfter mal überlegt, so ein Ding zu kaufen. Nur bisher habe ich es dann noch anders gemacht mit den Flaschen alternativ. Aber wenn ihr jetzt nicht so die Zeit habt, umzukühlen und wenn ihr nicht dauerhaft zu Hause seid oder die Tiere im Keller unterbringen könnt oder sonstige Möglichkeiten sieht, sie zu kühlen. Bei der Fütterung von Axolotln kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Nur das, was man falsch macht, und das ist oft so, man füttert die einfach zu viel. Am Anfang, wenn sie noch klein sind, so
10, 12 cm ist im Normalfall so die Größe, wenn man sie als Babys übernimmt. Kann man mehrfach auch füttern, ist richtig, weil sie gerade im Wachstum sind. Aber ausgewachsene Tiere, so ab 20, 25 cm, die brauchen nicht viel Futter. Und ich rede wirklich von, die brauchen das nicht, weil die sich das gut einteilen können. Klar, ihr müsst sie trotzdem nochmal füttern, aber ich fütter meine beiden gerade zweimal die Woche. Die kriegen ihre Axolotl-Pellets. Dann kriegen sie noch regelmäßig Regenwürmer. Ich verfütter die lebendig. Ich verfütter auch mal Fisch. Und sie haben auch gerade Futterfische im Becken. Und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr die Tiere nicht überfüttert. Denn wenn sie zu dick werden, davon können die auch Verdauungsprobleme bekommen, weil die das nicht so abbauen können. Und es ist auch wirklich so, dass einige Tiere laut meiner Internetrecherche geplatzt sind, weil sie zu viel gefressen haben. Das steht aber auch meistens, wie bei den Pellets zum Beispiel, mit bei, wie viel man den füttern soll. Zum Thema Futterfische. Ja, ich habe noch Fische bei mir im Becken. Axolotl sind eigentlich keine Gesellschafter, die man irgendwie in einem tollen Becken mit viel Artenvielfalt unterbringen kann, weil sind Raubfische. Und ich habe jetzt auch Kaltwasserfische drin. Das ist einmal der Kardinal und Zebrabärbling. Die sind ungefährlich für den Lotl, aber man muss halt gucken, wie das harmoniert. Bei mir können die Tiere auch, also die Fische, sich sehr viel verstecken. Ich habe einiges an Bepflanzung da und die haben auch die Möglichkeit, in kleineren Verstecken vor den Axolotl zu fliehen, weil meine Tiere jagen auch richtig und lauern. Und ich füttere die Fische selber regelmäßig, ermögliche denen gutes Leben. Man muss gucken, natürlich, wie man das dann macht, ob man auch vielleicht tote, kleinere Fische schon füttert oder lebendig. Ich weiß nicht, wie die Tiere darauf dann anspringen. Aber trotzdem mache ich das bei meinen Axolotl so, dass sie auch ein bisschen Auswahl haben und nicht immer wirklich das Gleiche fressen. Weitere Bewohner, die in Ordnung sind, sind Schnecken. Wenn die aber zu klein sind, werden die auch von Axolotl gefressen. Ich hatte meinerzeit mal Apfelschnecken, aber es gehen auch, glaube ich, Posthornschnecken. Packe ich nochmal in die Videobeschreibung. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so genau. Ist ja schon ein Weilchen her. Ich glaube 2 Jahre oder so. Und auf jeden Fall die Schneckenarten, die halt die kühle Temperatur auch abkönnen. Ich wollte mir mal demnächst auch Sumpfdeckelschnecken holen. Die gibt es eigentlich auch für einen Gartenteich. Sind Kaltwasser dann auch gewohnt. Muss man ausprobieren. Und im Klartext müsst ihr euch nicht nur um die Axolotl kümmern, sondern dann auch um die Schnecken oder die Fische oder was ihr auch dann in diesem Becken habt. Aber macht euch darauf gefasst, dass im Normalfall die Tiere dann gefressen werden. Der Rest zur weiteren Deko in eurem Aquarium für die Axolotl ist halt, dass ihr wirklich aufpassen müsst. Nicht so spitze Gegenstände verwenden, wo sie sich ihren weichen Bauch aufschrauben können. Und dass die Ränder von den Becken frei sind, weil die Lotl da gerne ihre Runden drum ziehen. Und es ist ein Tipp, macht den Wasserstand eures Aquariums nicht so hoch, denn wenn sich die Tiere mal zoffen oder in die Luft schnappen, nach oben schwimmen, können sie einen Satz machen und auch springen. Ich habe nicht umsonst bei mir einen Dekor selber drauf gemacht, den ich halt jetzt besitze. Ich hatte auch in einigen Aquarien, glaube ich, schon vorher welchen, aber der verhindert halt, dass die Tiere rausspringen können. Ein Unterschrank wäre halt gut für die ganze Technik, wenn er so ein Aquarium hat oder direkt ein Aquarienset. Man kann sich auch so ein Basic-Aquarienset kaufen und dann den Deckel abmachen. Es gibt auch gute gebrauchte Aquarien auch schon, wenn man die auf eBay findet, sollte man nur wirklich gut sauber machen und sonst sich bewusst sein. Leute, Axolotl sind keine Tierchen, die man sich mal eben so holt, Hals über Kopf, sondern die können wirklich schon Steinzeitalter erreichen. Hab gelesen, bis zu 20 Jahre mal 15 Jahre. Mein ältestes Tier ist, glaube ich, ohne Zahn 6 bis 7 Jahre geworden, war ja schon von Anfang an hier am Kanal mit dabei. Und ja, ich glaube, das waren jetzt im Allgemeinen eigentlich so die Basics der Axolotl-Haltung, ob man die Tiere alleine halten kann. Bei Männchen würde ich sagen, ja. Bei Weibchen nicht so, weil die können in Legenot geraten. Manche streiten das ja bei Amphibien ab. Aber da scheiden sich auch die Geister. Meine Erfahrungen sind einfach, dass mindestens 2 Axolotl immer besser sind als eine alleine. Und es macht auch so viel mehr Spaß, sie zu beobachten. Klar, wenn ihr ein großes Becken habt von 1,20 Meter, könnt ihr auch da direkt 4 oder 5 Axolotl halten. Dann am besten natürlich noch mehrere Farbschläge, ist ein bisschen dann auch zur Deko und zur eigenen Anschauung interessanter. Ein Video zur Färbung von Axolotln und ihren Varianten habe ich auch schon mal gemacht, ist unten für euch verlinkt. Und wie gesagt, der Rest auch, den ich hier im Video hoch und runter erzählt habe. Ich freue mich jetzt, ich hoffe, das Video war nicht jetzt allzu lang, weil ich habe es schon mal eingesprochen. Die Kaninchen haben sich jetzt auch, glaube ich, beruhigt mit ihren dollen 5 Minuten. Wahrscheinlich, weil ich jetzt schon so lange hier was erzählt habe. Und ich freue mich auf den neuen Film. Dazu gibt es ja Reaktionsvideo auch noch hier auf dem Kanal, wenn euch das gefallen hat. Ihr könnt meine anderen Videos alle schauen und ich würde mich über einen Like freuen, über eure Meinung, über mein Haltungsvideo. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und auch, dass ich alles schön aufliste. Zudem danke für die unglaublichen 70.000 Abonnenten hier auf dem Kanal. Ihr seid doch echt verrückt.
richtig fettes Danke. Ich würde euch umarmen, wenn uns hier kein Bildschirm gerade trennt. Und auch hier schön, dass ihr euch für die Axolotl-Haltung interessiert. Mit den Worten, stay tuned hier auf dem Kanal. Es kommen ja natürlich auch weitere Videos, auch von meinen beiden Wasserdrachen online. Und die kleinen Evolutionsmonster danken es euch, wenn ihr bei der Haltung die gewissen Dinge, die ich hier genannt habe, beachtet. Tschö mit Ö.